So, meine Damen und Herren, alle Skills, alle Passive von der neuen Klasse aus Diablo 4, Spiritborn. Rob hat das schön zusammengeschnitten. Man sieht hinten schon diese Spirits, also es gibt ja vier. Wenn wir uns ehrlich sind, was ich so gesehen habe vom Gameplay, glaube ich, dass der Tausendfüßler wohl einer der stärksten sein werden. Vermute ich mal. Ich meine, den Gorilla fand ich jetzt nicht so geil. Ich fand halt den Jaguar cool. Wir hatten darüber gestern eh noch gesprochen, aber der Tausendding, das ist halt der Shit. So. Schauen wir mal, was das Rocket Splitter. Was ist das jetzt? Level 30. Okay. Thunder Spike. Boah, der kriegt ziemlich viel Damage im Dschungel für 30. Trash. Zeigt er jetzt eiskalt alle Talente? Warte, muss ich mir auf die andere Seite schieben. Damit man das besser sehen kann hier. Jedes Talent mal im Einzelnen. Hey, du willst mich doch verarschen, Rob. Jetzt schiebe ich mich auf die Seite und dann kommt das jetzt hier. Was? Ja, aber jetzt mal ganz ehrlich, wenn du jetzt nur diese Fähigkeiten siehst, du wirst mir noch nicht erzählen, dass das nicht wie Diablo 3 Mönch-Gameplay aussieht, oder? Genau das war meine. Das ist halt, ist ja auch kein Thema, ey. Eine schnelle, mobile Nahkampfklasse ist ja auch cool. Und den Skill finde ich persönlich sehr cool, weil nämlich die Sachen zurückkommen. So ein Rank Stinger. Die Frage ist halt eben auch so zum Farmen, so wie das hier. Das sah halt so aus, als wenn das auch AOE-Damage macht, ne? Weil das ist natürlich auch nicht ganz unwesentlich. Ah, wie hieß die Fähigkeit vom Kreuzritter? Da konntest genau das gleiche, wo du hochgehst, ne? Das war beim Hammerdim-Build, glaube ich, dabei. Konntest dich auch so schön oben drüber jumpen. Der Jaguar ist dann mega zum Speedfarmen. Ja, ich glaube, wir werden auf jeden Fall die Passives noch sehen. Es fehlt noch das Inner Set, ja. Ich muss ehrlich sagen, diese Fähigkeit hier, wo der Centipede, also der Tausendfüßler rauskommt und die Mobs wegfiert, ich weiß nicht, ob ich das möchte, weil eigentlich möchtest du ja die Gegner zusammen haben für den maximalen Damage und möchtest die ja nicht auseinanderfieren. Wenn die dann in alle Richtungen laufen, auch wenn der Giftgott Giftdot tickt, reicht das ja trotzdem nicht aus. Oh, jetzt kommt der Gorilla. Protektor. Also der knallt richtig rein. Genau, himmlische Vollstreckung wäre das gewesen, da hast du recht, ja. Der Adler. Und da ist der. Der Jaguar. Boah, das sieht schon sehr geil aus. Der Gorilla wirkt etwas laggy. Das ist halt das Problem. Ich glaube, das stirbt bei dem Tausendfüßler. Das ist, glaube ich, eher nur sowas fürs Endgame gedacht. Weil davor sterben die ja schon alle. Bevor das dann so weit geht.
mit den Fähigkeiten. Also hier oben wieder die ganz klassischen primären Fähigkeiten. Schon ein bisschen in die Kategorien geteilt. Das sind die, die wir jetzt vorhin gerade in Action gesehen haben. Ich meine, man muss natürlich dazu sagen, ja, der Oberhinweis, der stand hier oben in der Mitte, ne? Dass das Paragon-Level mit dem Add-on erst bei 60 startet und nicht bei 50, was ja eine Level-Cap-Erhöhung voraussetzt. 41 Punkte übrig. Jetzt müsste man zusammenzählen, wie viele Punkte hier gesetzt sind, weil ich glaube nämlich, was Blizzard angekündigt hatte, dass neue Skills für alle Klassen kommen sollen, dass auch ein paar Skillpunkte mehr kommen. Vielleicht auch mit den neuen Statuen. Ja, wenn eine Statue dazukommt, vielleicht kriegt man da noch einen Skillpunkt. Ja, da steht Spend. Also, wie viel noch dazukommen würden? So, weil jetzt ist die Frage. Achso. 41. Der Charakter war Level 30. Das heißt also, du kriegst noch 30 Skillpunkte dazu. Das wären 71 statt 58. Danke dir, iPhone. Das wäre schon sehr viel, ne? Das wären ja 10 Punkte mehr. Ja, könnte hinkommen. 10 Punkte mehr durchs Leveln. Und vielleicht nochmal 1-2 durch den Skillbaum. Also durch die anderen Sachen mit dem Ruffarmgebieten. Das könnte sich dann ausgehen. Muss man in dem Gebiet wieder Ruffarmen, wird vermutet, ja. So. Okay. Spirit Hall. Jaguar, Eagle, Casting. Skill reduce the damage and slow them 3 Sekunden und stacking 8 times. Na, bin ich gespannt. Also, was da dann am Strich unterm Strich rauskommt. Ah, okay, von dem Item Selection her mit dem Level 30. Ah, ist eine Dex-Klasse, oder? 300 Dex. Pale Marks. Okay. Also Gold, ja. Die Obolusse. Die Splitter. Das andere ist eine neue Ressource, die mit reinkommt anscheinend. Level 30. Zenny, danke dir für die 9 Monate. Weapon Damage, Weapon Speed, Attack Speed, Crit, Overpowered.
Vigor ist die Ressource, ne? Vigor on Kill 1. Regeneration 2. Das klingt nach dem Druideneffekt, das Aspekt, dass alle Erdfähigkeiten sind jetzt Sturm. Ja, genau so ist ein bisschen daran angelehnt, glaube ich. Das ist auf jeden Fall auch ein bisschen daran angelehnt, ja. So, Rob, ein herzliches Dankeschön, um einmal über die ganzen Skills zu gehen. Also das war jetzt, ist natürlich auch ein bisschen eine trockene Materie. Verstehe schon, bis halt auf die Ultimate Skills. Ja, wo man natürlich auch schauen möchte, was die her ist. Aber zumindest gibt das schon mal einen ganz guten Einblick, welche Art von Talente die Klasse überhaupt zur Verfügung hat. Was das überhaupt wird.